Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mit auf einen Wochenendausflug nach Mecklenburg-Vorpommern zur Mecklenburger Seenplatte. Und ich bin jetzt schon eine Stunde von zu Hause entfernt. Hier hinter mir steht Wenner. Ich muss kurz eine Pause machen, bin früh aufgestanden. Nicht, dass ich einschlafe und snacke noch einen Pfirsich. Cassie ist auch mit dabei. Und ich bin auf dem Weg zum Müritzsee. Und wenn ihr mich begleiten wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dabei bleibt. Und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen, dann lasst uns starten. Ja, ich habe mich erstmal dick eingepackt. Da steht Wenner und Cassie läuft da vorne. Und hier ist kurz eine Landkarte, da kann ich euch zeigen, wo ich gerade bin. Und zwar hier unten bin ich in Rechlin, genau hier vorne am Strand. Und hier ist so eine Halbinsel und hier ist der Ort Rechlin. Und das alles am Müritzsee. Ich war schon einmal hier oben in Waren und dann war hier irgendwo ein Campingplatz, aber heute mal im Süden vom Müritzsee. Und der Stellplatz liegt echt recht schön. Ich weiß nicht, wie voll es hier im Sommer ist, aber hier kann ich gut schlafen heute Nacht. Und der See ist auch direkt hier, ein paar Meter zu Fuß. Da ist er. Schaut doch mal, was für ein wunderbarer Sonnenuntergang das ist. Also hier an der Stelle, wo ich bin, hier fliegen manchmal die Kraniche ein. Und zwar vor 3 Tagen sind die hier, ist so ein Naturschutzgebiet, sind die hier alle hergekommen und direkt hier an der Badestelle eingeflogen. Und jetzt sammeln sich auch schon wieder einige. Hier kommen jetzt mega viele Kraniche zum Sonnenuntergang. Man kann sie kaum sehen, aber man kann sie hören. So, jetzt noch mal zu späterer Stunde. Da hinter mir ist der Mond und hier über den Wiesen, da hängt der Nebel. Also ich bin echt froh, mal woanders hingefahren zu sein, denn ich neige dazu, immer wieder an dieselbe Stelle zu fahren, weil da kennt man sich aus und da ist es schön. Und ja, und jetzt bin ich mal hierher gefahren, ganz woanders, und hier ist es auch schön. So ein schöner Sunset. Hört ihr die Kraniche? Die machen so einen Lärm hier. Unglaublich. Ja, ich liege jetzt hier in Wenner und mache es mir richtig gemütlich. Esse noch ein bisschen Käse und Weintrauben und habe Kerzenlicht an. Es ist richtig gemütlich und überhaupt gar nicht kalt. Schaut mal. Guten Morgen, ich liege hier noch eingekuschelt in meinem Van und ja, es ist inzwischen hell draußen, aber es ist so gemütlich. Ich brauchte nicht mal einen Schlafsack. Ich hatte ja bei Instagram vorher gefragt, meint ihr, ich brauche einen Schlafsack? Und die meisten haben dafür gestimmt. Ich habe aber gar keinen gebraucht, so kalt war es nicht. Ich habe hier meine Kuscheldecke und meine normale Decke und das ist ausreichend gewesen. Es ist inzwischen hell draußen. Ja, ich werde jetzt aufstehen, mit Cassie eine Runde laufen und dann gibt es Frühstück. Ich habe inzwischen auch einen Plan. Es ist der Vorteil, wenn man eine schöne große Community hat, dann kriegt man öfter mal Empfehlungen.
Und zwar gehe ich heute von hier aus mir den Ort Rechlin anschauen. Das ist gleich in der Nähe hier. Ungefähr 5 Kilometer zu Fuß durch den Nationalpark. Und das mache ich mit Cassie natürlich gerne. Und dann kam die Empfehlung, den Ort Böck anzuschauen. Das ist zwar genau die andere Richtung, aber ich habe ja den ganzen Tag Zeit. Also steht heute auf dem Plan, Rechlin und Böck anschauen und dabei die Wanderung durch den Nationalpark machen. Ja, wir machen jetzt erstmal unsere Hunderunde, bevor wir noch lecker frühstücken und dann unsere Wanderung durch den Nationalpark Müritz starten. Und schaut mal, das ist das, was Cassie liebt am Vanlife, dass man sofort, wenn man aus dem Auto geht, baden gehen kann. Cassie, komm, wir gehen weiter. Keine Fische da heute. Sie sucht immer Fische. Dabei kriegt sie die nie. Hört ihr die Kraniche? Das ist hier der Nationalpark Müritz. Dahinter liegt der Ort Rechlin. Das ist nämlich hier so eine Halbinsel. Und hier sammeln sich immer die Kraniche im Herbst. Ach, wie schön. Der Müritzsee streitet sich mit dem Bodensee um den Titel der größte See Deutschlands. Der Bodensee ist halt auch in Österreich und in der Schweiz. Und der Müritzsee ist hier mitten in Deutschland. Wenn man aber von der Seefläche ausgeht, dann ist der Bodensee der größere von beiden. Ja, da steht Werner. Und ich habe auch Besuch bekommen gestern Abend noch. Aber die waren nicht in Plauderlaune. Und dann habe ich mich verkrochen in Werner. Hier ist die Badestelle. Und wandern möchte ich heute nach Rechlin, mir den Ort anschauen, zur kleinen Müritz und auch nach Böck. Das ist etwas weiter. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Das Frühstück ist fertig. Es gibt eine Mango-Mia-Bowl mit Nüssen und oben als Topping habe ich Weintrauben, Pfirsich und Kiwi und den leckeren peruanischen Kaffee, den ich neulich bekommen habe. Prost! Guten Appetit wünsche ich euch auch. So, das Frühstück habe ich aufgegessen. Es war super lecker. Ich bin jetzt richtig satt und ich musste mich nach drin verziehen, denn draußen hat es leider angefangen zu regnen. So sieht es jetzt hier auch aus im Van. Also bevor ich loswandere, muss ich jetzt noch aufräumen. Ich zeige es euch mal, aber nicht lachen. Da schnarcht jemand. Hier liegt noch mein Kuschelzeug, mein Rucksack. Der Kocher musste plötzlich nach drin, dass er nicht nass wird. Hier steht mein Abwasch. Ja, jetzt hat es aber aufgehört, also kann ich wieder rausgehen. Ach Leute, woran erkennt man einen Park-for-Night-Stellplatz ohne Handy, ohne Internet? Ich kann es euch sagen, an die Kothaufen, die rumliegen. Kann man nicht einfach eine Schippe nehmen und alles vergraben? Mann, ich trete hier, ich muss hier aufpassen, dass ich hier nirgendwo reintrete. Und dabei ist es hier eine so schöne Gegend. Schaut doch mal. Ich bin hier mitten im Nationalpark Müritz und muss aufpassen, dass ich nicht in Kothaufen trete von Menschen. Vor allem das Toilettenpapier, das liegt hier überall rum, das fliegt dann weg und ich finde es unmöglich. Dann brauchen wir uns hier als Camper-Vanner nicht wundern, wenn alle Stellplätze gesperrt werden. Und also da, ich finde, da kann man ruhig Rücksicht nehmen. Oder? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das seht.
Also hier habe ich jetzt schon das dritte oder vierte Lost Place gefunden. Ich habe ja auch viele Follower, die diese Lost Places erkunden. Kommt mal her an die Müritz, hier könnt ihr jede Menge von diesen Lost Places erkunden. Und was ich sonst noch mal sagen wollte, ich hatte in dem Ausbauvideo von Venna ja überlegt, wie ich das mache mit den Schubfächern, dass die zu bleiben. Und jetzt so nach den ersten 100 Kilometern mit dem Inventar muss ich sagen, ich brauche gar keine Alternative zum Zuhalten, Kindersicherung oder was ihr mir alles vorgeschlagen habt. Ich habe echt Glück, die Schubfächer halten von alleine zu. Das ist voll praktisch, brauche ich nichts mehr anbauen. Also der Weg, den wir hier gehen, der ist echt mystisch. Das Problem war, ich wollte nicht Straße laufen und bin schon zweimal umgedreht und den kompletten Weg zurück, weil es einfach keine andere Alternative gab. Und jetzt war bei Google Maps hier ein ganz kleiner Weg aufgezeichnet und den gibt es scheinbar auch schon wieder nicht. Ah, ich habe einen Apfelbaum gefunden. Und zwar den Apfel versuche ich mir jetzt zu pflücken. Hab ihn. Total lecker. Das sind die besten Äpfel, die man selbst vom Baum gepflückt hat. Es regnet. Mein Apfel ist auch noch da. Ich weiß, ihr seht es verkehrt rum, aber man kann auch verkehrt rum Rechlin lesen. Ich bin angekommen. Ist ein Stück Geschichte stehen geblieben und zwar ist ein 80 Meter langes Teilstück der Rechliner Mauer im Originalzustand erhalten geblieben. Und zwar ging es ursprünglich gegen die Mauer 2,5 Kilometer. Hier seht ihr das auf dem Foto und die wurde in den 50er Jahren errichtet und war bis 1993 aktuell und nach Abzug der russischen Streitkräfte wurde das zurückgebaut. Das ist so ein bisschen ein altes Stück Ostdeutschland, das ich auch noch kenne. Also hier steht noch geschrieben, dass die deutschen Frauen wussten wegen der schlechten Versorgungslage in der ehemaligen DDR die Vorzüge des Russenmagazins sehr wohl zu schätzen. Ja, das kenne ich auch noch. Da konnte man dann immer einkaufen und hat Dinge bekommen, die man in normalen Läden nicht unbedingt jedes Mal, wenn man es brauchte, bekommen hat. Ja, und hier steht halt dieses Teilstück, das abgegrenzt hat die sowjetischen Streitkräfte von dem deutschen Ort. Cassie hat hier mitten im Ort Wasser gefunden und weg ist sie. Spurlos verschwunden. Wollen wir mal gucken, wo sie hingegangen ist. Ah ja, da ist sie ja. Also, immer schön positiv denken und immer lächeln. Heute Vormittag habe ich keinen Regen gehabt. Mal 3 Tropfen, aber dann war wieder gut, während es in anderen Regionen aus Eimern geschüttet hat. Und jetzt bin ich fast zurück am Minivan und kann dann auch trocknen und dann koche ich mir einen schönen Kaffee. Und in dem Sinne, denkt immer positiv, sonst macht ihr euch das Leben viel schwerer. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe ja auch kein Karawan und kein Wohnmobil, sondern einen PKW. Cassie gibt Gas, sie sieht das Auto. Sie hasst Regen. Die ist total nass und die ist echt froh, hier im Auto liegen zu dürfen. Sie hat nämlich immer Angst, wenn es regnet, dass gleich auch Gewitter kommt. Das hat sie irgendwie verknüpft miteinander. Ja, und ich bin auch froh, nur etwas nass. Ich habe ja Regensachen angehabt.